Rüdiger, du hast ein neues Buch geschrieben und warum genau sollten wir das jetzt lesen? Weil ich glaube, es ist eine Steilvorlage für ein spannendes Leben und erfüllendes Leben. Das fängt an, wie ich als kleiner Knirps meiner Mutter davongelaufen bin, um die Welt kennenzulernen, habe mich verirrt in Bielefeld und morgens fand mich die Polizei in einem Busch, bis zur aktuellen Situation. Der Kampf für Menschenrechte, das war Jahrzehnte der Einsatz für das Überleben des bedrohten Indianervolkes, der Yanomami. Und aktuell ist es der Kampf gegen weibliche Genitalverstümmelung mit Erfolgen, die nicht einmal die UNO zu verbuchen hat. Und ich glaube, wer das gelesen hat, der wird merken, niemand ist so gering, die Welt zum Positiven zu verändern. Versucht's einfach.